So Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Final Fantasy V Advance. In der letzten Folge, wie ihr schon bereits gesehen habt, hatten wir den Windschrein überstanden und den Boss besiegt. Nun haben wir auch noch einige neue Berufe gelernt. Ich habe extra ein bisschen kurz gelevelt, so Level 6 würde schon mal mindestens reichen für unsere Anfangsreise. Und ja, ich habe jetzt inzwischen auch noch ein bisschen mehr Fähigkeiten gelernt für Bartz natürlich, damit er Schutz hat, damit er jeden beschützen kann. Für Lena ist jetzt noch nichts Neues gekommen, außer nur Weißmagie. Und ja, natürlich hat auch Gallop jetzt nochmal die Fähigkeit Kraft einzusetzen, also er kann jetzt kontern bei jeder Attacke, wenn er angegriffen wird, setzt er sofort einen Konter ein. Bei Faris ist jetzt nichts Neues gekommen, sondern nur die Schwarzmagie und so weiter. Aber jetzt gehen wir mal wieder zurück nach Thule, denn dort müssen wir noch eine kleine Szene mal kurz triggern, die wir dann noch mit Faris nochmal triggern können. Was jetzt da abläuft. Wie es unsere Weiterreise weitergehen wird, das werden wir dann bald herfahren. Aber mal sehen, was jetzt die Piraten sozusagen haben. Der Captain ist oben. Captain, oh mein Captain. Warten an dich rein. Oh Mann, du bist echt ganz eine süße Lena. Wir helfen euch bloß, weil der Captain das so befohlen hat, dass das mal klar ist. Dieser Piratenanführer ist nach oben gegangen. Ja, ich glaube wahrscheinlich, dass sich ausruhen. Aber da können wir mal kurz jetzt mal eine kleine Tanzanführung haben. Habe ich jetzt nicht gelesen, weil es automatisch gegangen ist, aber egal. Es gibt romantische Tänzerinnen hier. Oh la la. Ja, jetzt tanzen die rum. Jetzt können wir mal ein bisschen an diesen Orgel gehen, obwohl es wie ein Klavier aussieht. Und ja, es gibt auch solche Dinge jetzt, die man Klaviere macht, wie bei Final Fantasy 3 das war, dass man jedes Mal die Fortschritte zum Klavierspielen gemacht hat, ein bisschen besser wird. Das ist wie bei Final Fantasy 3 der Fall gewesen. Ich starre doch nicht, ich muss doch sehr bitten. Ich stehe hier einfach nur so. Okay. Dann will ich jetzt nicht mehr stören, dann gehen wir mal jetzt, was Faris macht. Sie spendet jetzt wahrscheinlich und ich glaube, da wird jetzt ein lustiges Szenen jetzt mal abspielen. Wartet hier, ich sehe mal nach ihnen. Oh, er merkt etwas. Ah, da stimmt wird das nicht mit Faris. Was? Was schaust du denn so blöd rein? Wer? Ich? Es ist nichts, wirklich. Muss das schummrige Licht da drin gewesen sein. Du sprichst von Rätseln. Geh mal zur Seite. Ich schau mal eben selbst nach dem Rechten. Na, jetzt bemerkt er das auch, dass irgendwas nicht stimmt. Heiliger Bimbam. Wirklich wunderschön. Da schlägt selbst das Herz von so einem alten Hautigen wie mir höher. Was um alles in der Welt redet ihr zwei denn da? Ich hab geschlafen wie ein Baby. Hey ihr, was macht ihr denn hier? Wischt euch mal dieses breite Grinsen aus dem Gesicht. Ja, was da jetzt eigentlich dahinter steckt, werden wir bald mehr herausfinden. Im Laufe der Story noch. Ich wäre gern noch einen Moment allein. Also wenn ich mich bitten darf. Ach, keine Sorge, wir lassen dich in Ruhe. Und ja, in dem Pub können wir jetzt leider nicht pennen. Das waren jetzt die einzige Szene, die wir triggern könnten. Aber ich glaube, da gibt's noch etwas. Wir gehen jetzt mal kurz in dem Haus, wo oben ist. Das wird dir natürlich nicht erzählt.
Denn es gibt natürlich eine Schleuse hier am Damm. Das können wir auch extra nochmal hinreisen. Ausnahmsweise. Wir sind jetzt den großen Teil jetzt schon mal vorbereitet für die Reise. Aber Faris kommt ja mindestens kurz mit. Jedes Mal, also sie bleibt nicht ewig hier. Wir können jetzt mal kurz dann hin nach Osten reisen. Dann gibt es hier noch so eine kleine Schleuse, die wir nicht reingehen können. Der Torna-Kanal. Das Kanaltor ist verschlossen, also da kommen wir jetzt nicht mehr weiter. Aber kein Grund zur Sorge. Wir wissen jetzt auch, ich weiß jetzt auch schon, wo wir gehen müssen. Also wenn wir wieder zurück nach Tulle reisen. Und natürlich wie immer, Faris wird jetzt immer verlassen, wieder mal weiter pennen. Machen wir mal jetzt die Bude an der Brücke jetzt mal besuchen gehen. Ich bin zwar ziemlich sicher, dass das Zocks Haus ist. Jemanden, den du kennst? Ja, er war es, der den Torna-Kanal erbaut hat. Okay, der Torna-Kanal, den wir schon mal dort waren. Dann gehen wir mal zu Zock. Na sowas, Prinzessin Selena. Zock, es ist schön, euch zu sehen. Ja, wie lange muss das nur her sein? Zock, ich muss euch um etwas bitten. Wir müssen nach Walse. Wir müssen also den Torna-Kanal durchqueren. Grundgütiger. Seit der Windkristall nicht mehr ist, haben sich die Monster im Kanal wie verrückt vermehrt. Es ist dort viel zu gefährlich. Außerdem, ich befürchte, ich habe den Schlüssel zum Kanal irgendwo verloren. Tut mir wirklich leid, dass ich euch mit dem Schlüssel nicht helfen kann, aber bleibt doch wenigstens die Nacht hier. Wunderbar, dann kommt, folgt mir. Ja, jetzt werden wir ein bisschen hier übernachten bei Zock. Da werden wir jetzt noch eine kleine Cutscene jetzt mal triggern. Und Patz wacht auf mitten in der Nacht. Die Kristalle. Wenn ich so darüber nachdenke, sie waren der Grund dafür, dass Papa... Ist denn eine Flashback-Zeit? Die Kristalle müssen beschützt werden, um jeden Preis. Stella, wenn mir etwas zustoßen sollte, darfst du Bartz niemals von den Kristallen erzählen. Diese Verantwortung hat nicht auf seinen Schultern zu lassen. Liebster, bitte, sag doch nicht solche Sachen. Das war Bartz natürlich in seiner Kindheit mit seiner Mutter und Vater. Was mit denen geschehen ist, werden wir bald gleich erfahren. Vater, ich werde die Kristalle behüten wie in meinen Augapfel. Ich verspreche es. Ja, wahrscheinlich hat er was verborgen. Was ist denn los, Bartz? Ach, nichts. Ich musste nur eben an meine Eltern denken. Sie sind vor einiger Zeit verstorben. Also er hat keine Eltern mehr. Das ist lange Zeit. Hier, nimm das. Hä?
Was denn? Den Schlüssel zum Kanal. Öffne das Tor zum Kanal. Ihr könnt also nach Walse. Ich hatte den Schlüssel aus Sorge um Lena versteckt, aber... Bitte, ich lege ihre Sicherheit an deine Hände. Haben wir jetzt den Schlüssel bekommen? Also hat er die ganze Zeit bei sich gehabt, um aus Sorge vor Lena. Und jetzt weiß er schon, dass Bartz natürlich und Galuf sie beschützen werden, um jeden Preis. Na, was ist mit Faris? Prinzessin, passt gut auf euch auf. Habt eine sichere Reise. Tja, wir haben hier nichts mehr zu suchen. Wir können uns nur noch auf den Weg machen. Zur nächsten Ortschaft. Und aber die Frage ist jetzt, was ist jetzt mit Faris? Kommt sie mit oder nicht? Da kommt sie schon. Da kommt er schon. Captain, warten Sie doch! Tut mir leid, Männer. Ich muss euch alte Transoßen zurücklassen. Captain, aber warum? Sie wissen doch, wir folgen Ihnen überall hin, bis ans Ende der Welt, wenn es sein muss. Ich weiß und ich bin euch auch dankbar dafür, aber diesmal geht es nicht. Captain! Mein 6. Piratensinn sagt mir, dass das eine lange Reise sein wird. Ich möchte, dass ihr unseren Unterschlupfwinkel so gut bewacht, während ich weg bin. Dass uns ja niemand unsere schöne Beute klaut. Aber Captain, ich bitte euch. Aye, aye, Sir. Immer eine ordentliche Brise, Wind im Rücken. Captain, gute Reise. Ja, so wie es aussieht, Faris reist mit uns mit. Wir machen uns jetzt auf den Weg nach Tulle. Also nach Walse. Walse. So, dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg, wir haben noch eh noch genug Zeit. Aber jetzt kommt noch eine kleine Cutscene, während wir gleich reisen. Lena, was ist mit dir? Der Windkristall ist zerstört. Im Vergleich zu früher hat sich der Wind bisher ja lediglich abgeschwächt. Aber bald wird er komplett aufhören zu wehen. In ein paar Jahren werden die Lüfte stillstehen. Und es werden keine Vögel mehr am Himmel zu sehen sein. Warte, er hat gesagt, wir müssen die 3 verbliebenen Kristalle beschützen. 3 Kristalle? Ja, die Kristalle des Feuers, des Wassers und der Erde. Falls sie auch zerstört werden würden, dann... Zunächst einmal will nichts passieren. Aber nicht lange und das Land verfällt, die Meere schmutzen und die Flüsse versiegen. Das Feuer verliert seine Hitze und die Welt wird zu einem dunklen und kalten Ort verkommen. Die Welt würde unbewohnbar werden. Wir müssen die Kristalle beschützen. Hm? Hast du das etwa irgendwelche Erinnerungen zurückgebracht? Das nicht. Macht aber nichts. Ich will mich trotzdem dazu berufen. Gut gesprochen, alter Mann. Ich schließe mich an. Ganz klar. Und wir müssen ja immer noch Lennas Vater finden. Nicht Tycoon? Aber er hat sich doch quasi in Luft aufgelöst. Er ist noch am Leben. Ich kann es fühlen. Und ihr dürft die Hoffnung auch nicht aufgeben. Bartz, wirst du mit uns kommen?
Alles, was ich wollte, war eigentlich die Welt zu bereisen. Aber jetzt, wo ich euch alle hier so sehe... Die Kristallsplitter. Uns wurde eine besondere Kraft zuteil, um die Welt vor diesem Unheil zu bewahren. Die Kraft des Windkristalls. Also gut, ich bin dabei. Wir haben ein paar Kristalle zu beschützen. Ganz genau. Worauf warten wir noch? Tja, jetzt geht es mal richtig los. Mit dem Schiff nach zum Torna-Kanal. Und das werden wir jetzt noch heute durchziehen. Wir haben eh noch genug Zeit. Aber jetzt werden wir mal das Tor öffnen. Ein Schlüssel, was Zock uns gegeben hat. Bart, wo zum Geil hast du den Schlüssel her? Spielt das eine Rolle? Lass uns weiter. Los geht's. Jetzt werden wir aber zu sehr vielen Gegnern jetzt treffen. Das ist auch sehr gut zum Trainieren jetzt. Dann setzen wir mal Heilung ein. Dann können wir uns schön heilen. So, wieder mal Potions. Ist auch super. Aber bald werden wir bald zu einem Boss zustoßen. Ja, die Oktokrake kann ein bisschen fies werden, aber egal. Wir kommen jetzt schon langsam näher. Und hier wird jetzt ein Bosskampf getriggert. Und da ist ein... Oh, da ist ein Strudel. Das klingt aber nicht Gutes. Hey, was ist das? Oh nein, das Monster! Dann eine Taifune. Das Ruder reagiert nicht. Du lässt dir besser schnell das einfallen. Wir werden nämlich in den Strudel gezogen. Oh nein. Wir sind schön in den Strudel gezogen. Das bedeutet nichts Gutes für uns. Syldra. Syldra, was ist los? Obacht, wir kriegen Gesellschaft. Haryablos, ein fieser Boss. Das ist unser zweiter Boss jetzt in diesem Spiel. Ja, leider ist jetzt Galuf jetzt ein bisschen mitgenommen. Da kann er jetzt nicht angreifen. Ah, hoffentlich wird er bald seine Lahmheit dann bald verlassen. Ah, jetzt hat er es schon vergessen. Schleifgeschwüre. Oh Mann, das ist aber nicht gut. Schnell heilen.
Das war's auch schon. Ganz easy besiegt. Haben wir jetzt schon 3 Zelten. Das war's jetzt schon jetzt mit dem zweiten Boss. Aber noch ist die Szene noch nicht vorbei. Aber Syltra ist jetzt hier zum Strudel. Wieso? Syltra! Ich bin mir sicher, er ist okay. Sie ist eine Kämpferin. Das weißt du doch am besten. Syltra! Weg da! Lasst mich! Was sagt ihr? Lasst mich los! Syltra! Oh nein, Syltra ist jetzt verschlungen. Und was machen wir jetzt mit dem Schiff sein? Ohne Wind kommen wir nicht weiter. Wie geht es Varys? Bescheiden. Es war wohl das Beste, wenn wir ihn ein Weilchen in Ruhe lassen. Wenn das Schiff von der Strömung getrieben. Das Schiff wird von der Strömung getrieben. Lässt einen grübeln, wo wir wohl da landen werden. Varys, Syltra ist bestimmt noch am Leben. Irgendwo da draußen. Er ist ziemlich enttäuscht, dass er jetzt Syltra verloren hat. Aber mal sehen, vielleicht lebt sie noch. Und das Schiff treibt jetzt mitten im Meer. Ohne Wind. Ohne was. Ich glaube, wir werden dann im nächsten Part dann schon den Teil dann beenden. Aber anscheinend sind wir schon jetzt angekommen. Irgendwo gelandet. Wo sind wir? Was ist das hier? Das ist der Schiffsfriedhof. Endstation für uns rangierte und verwirrte Schiffe. Und ein regelrechtes Nest von Untoten. Genug davon. Hier schnell wieder abzuhauen. Ja, Leute. Aber ich werde leider jetzt den Part jetzt vorzeitig beenden. Leider gibt es keinen Save Point hier an dieser Stelle. Daher werde ich jetzt leider vergeblich einen Save State setzen. Also. Wir sehen uns in der nächsten Folge, dann geht es dann gelassen wieder weiter mit Final Fantasy V hier im Schiffsfriedhof. Vielleicht werden wir was Besonderes finden und vielleicht einen Weg rausfinden von diesem gruseligen Ort. Also bis zum nächsten Mal, falls euch der Part gefallen hat, gerne ein Like da lassen und haut rein. Macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Part von Final Fantasy V. Euer Red Pocket Hendo.